Ein herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin der Serials und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid, wenn ich euch wieder mal ein neues Spiel aus Steam-Bibliothek mal euch vorstelle. Und zwar haben wir heute Shakes and Fidget. Das ist ein Spiel, was es kostenlos auf Steam gibt, ist 2016 erschienen, schon etwas älter her, ist aber doch hin und wieder mal ein Spiel, wo man durchweg mal als Pausenfüller nutzen kann. Ihr seht also hier schon mal meinen Charakter, den ich da erstellt habe. Und bin schon relativ gut ausgestattet. Da können wir doch gleich einmal hier die Rüstung wechseln. Was ist das? Kaninchen? Okay. Schick. Drei bis fünf. Holzschwert. So sieht es ja schon mal nicht schlecht aus. Mit Gold, das habt ihr hier oben. Könnt ihr dann hier eure Attribute auch verbessern. Ja, machen wir hier gleich mal zwei drauf. Glück 17. Ja, gut. Geschick, Intelligenz, Stärke ist wichtig, das passt. Ja. Und hier haben wir dann unsere Taverne. Das ganze Spiel ist 1,4 GB knapp groß. Was denn, schon Feierabend? Folgedessen ist es nicht wirklich schwer, das runterzuladen, auch wenn man eine kleine Leitung hat, ist es eigentlich recht fix da. Wir haben hier die Auftragsstufen 1, 2 und 3. Da muss man mal gucken, was man halt dann eher haben will. Hier kann man dann den Ladebalken überspringen. Was willst du? Geht man halt in der Taverne Auftrag für Auftrag soweit durch. Hier drüben. So. Also allein schon von den Werten sieht man ja, dass wir da definitiv gewinnen werden. Ah, da bist du ja. Dann schauen wir mal in den Leasing Stall. ist das neue Kaufen. Eine Kuh macht Mu und viele Kühe machen Mühe. Ja, deswegen kostet es auch nur eins. Das sind unsere Reittiere. Da ich ja jetzt die Kategorie Mensch ausgewählt habe und Krieger, habe ich dann auch da dementsprechend die passenden Tiere dazu. 10 und noch das. Oh. 25. Wow. Greif. Mit einem Schau mal. Klick oben auf. Arena, was passiert da? Oh, Stufe 4, Stufe 5. Ja, wie sieht das aus? Das sieht schlecht aus. Das sieht gut aus. Müssen wir mal schauen, ob wir den packen. Der darf zweimal, okay. Dann wird das natürlich ein hartes Eisen. Wenn euch das Spiel gefällt, könnt ihr ja ein Abo und ein Like da lassen. Würde mich freuen. Manchmal vergisst man es ja einfach. Aber ich habe gewonnen, den Kampf. Jetzt schauen wir mal weiter.
Ja, das verliere ich. Ich auch. Das kann auch knapp werden. Gehen wir lieber nochmal in die Taverne. Ja, genau du. So. Haben wir auch gleich ein Level abbekommen. Lust bei dem da hinten kann man Glücksspiel machen. Willkommen bei der Nachtwache. Ja, das heißt halbe Stunde Echtzeit. Ah, nö. Ja. Kloppen wir lieber. Also ihr seht schon, es ist relativ einfach gehaltenes Spiel. Ah, da bist du ja. Man muss halt so hoch wie möglich gelevelt sein, dass man halt auch dementsprechend gute Chancen hat. Schau dich ruhig um. Die Rüstung taugt nichts. Das Schild. 5% Drive. Taugt auch nicht so viel. Schuhe. Naja. Können wir eigentlich mal machen. Also das ist auch noch nichts. So. Ich versuche hier zu schlafen. Hey. Ah, da kommen die Ingame-Käufe. Ja.
5 Euro wollen sie für das Starterpaket. Alles klar. Alles klar. 99 Euro. Alles klar. Also da werde ich die Finger davon lassen. Ja. Wir können einander helfen. Da bist du ja. Also man kann natürlich dann gegen Einwurf klirrender Münze natürlich dann sich die Pilze und das alles auch kaufen und das Gold, aber dann ist ja im Endeffekt in dem Moment ja der Reiz des Spiels eigentlich schon weg, weil dann ist man ja voll equipped. Ah, da bist du ja. Oh. War schon gehört. Dann gucken wir mal im Stall. 25 Pilze kostet der Greif. Dann haben wir schon mal einen Tiger und das ist schon mal nicht schlecht. So sieht die Welt im Endeffekt aus. Ab Stufe 50 ist das hier möglich. Okay. Ehrenhalle. Oh, auf Rang 13.773. Dann die Gilden, in denen man sich zusammenschließen kann und dann gemeinsam spielen kann. Ja. Also im Großen und Ganzen finde ich das gar nicht mal so schlechtes Spiel. Gilde gründen. Die Gamer. Miliz. Ah, die Gründung kostet auch Gold. Okay. Also ihr seht es hier. Shakes und Twitch. Also auf Twitch gibt es auch einen dementsprechenden Channel, wo dann Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag gestreamt wird. Donnerstags auf Deutsch. Ab 18 Uhr. Da kann man sich dann auch dementsprechend dann bewerben. Ne? Für Aufholjagden oder solches. Solche Sachen. Ist natürlich schon nicht schlecht. Kann man bestimmt das ein oder andere auch mal machen. Glücksrad gibt's auch noch. Ein Dreh am Tag ist frei. Weitere Drehs kannst du mit Pilzen und Lucky Coins machen. Dann einmal drehen. Und Hauptgewinn bitte. Das ist auch eine schlechte Erfahrung gewonnen. Am Rad drehen. Wie machst du das? Na, drehen wir nochmal. Wie machst du das? So. Jetzt reicht's mir erstmal. Gehen wir mal in die Arena. Da sieht's natürlich übel aus.
Ja, probieren wir es mal. Flom. Flom. Ja, wie sich der Pfeil anhört. So lustig irgendwie. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Spiel haltet. Das würde mich schon mal interessieren. Und ich habe verloren, wie immer. Ihr wollt sicher ein abholen. Autogramm. Ich will nur das Beste. Also Gold hat man relativ schnell wieder. Seht ihr ja. Bist du ja. Hallo. So. Also ihr seht schon, wie schnell ich jetzt hier aufgestiegen bin. Der Mond scheint heute Nacht wunderschön. Wir müssen reden. Seid ihr ja. Wir müssen reden. Also mit diesen Tavernenaufträgen könnt ihr natürlich dann eure Erfahrungspunkte sammeln. Ab und zu mal Sieg mit Waffen von Shakes. Ja, ab und zu mal im Waffenladen reinschauen. Kann man mal reinhauen.
Das verkaufen wir gleich, was wir nicht brauchen. Weißt du eigentlich, wie viel Uhr es ist? Intelligenz kann man mal hochsetzen. Da holen wir dann die Lebensenergie mit der Ausdauer. Das ist dann schon okay. Gehen wir mal wieder in die Taverne. Also der Sound bei manchen Waffen hört sich schon urig an. Okay. Da kann man verschiedene Schilder natürlich machen. Sieht doch schick aus. Was gibt's denn noch alles?
Also gibt's schon viel, ne? Das sieht doch gut aus. Aber da kann man dann auch nichts an Beschreibungen. Na doch. Das ist gleich nicht so ganz so gut. Thank you.
So. Dann passen wir doch gleich die Beschreibung richtig an. Gucken wir einfach einmal. Das sollte reichen. Und auf Twitch. Haut nicht ganz hin. Das haut so nicht ganz hin mit den Abständen, aber ist auch nicht so wild. Gucken wir mal. Dann haben sie es ja schon. So, und dann passt es. So, dann haben wir das auch schon einmal. Dann sehen die das auch alle. Ja, wieso nicht? So ein bisschen Werbung für die eigenen Kanäle kann man ja machen.
Oh, wunderbar. Aber tut es ein bisschen blöd, ne? Trainiert wird. So. So, dann passt es. Gehen wir mal wieder in unsere Taverne. Was willst du? Oh ja, komm, hau mal rein. Kennst du dich hier in der Gegend aus? Schön, dass du vorbeikommst. Dass wir wieder ein bisschen Kohle haben. Ah, da bist du ja. Weißt du eigentlich, wie viel Uhr es ist? Können wir verkaufen? Ja. Das ist alles noch nichts. Wird doch alles viel zu schlecht gehandelt. Oh, Arena. Komm, den Vogel machen wir fertig. Das ist natürlich ein bisschen. Das ist wesentlich stärker. Habe ich mehr Geschick, mehr Intelligenz oder ob das Glück so weit ausmacht, ich weiß nicht. Was sind Festungen? Hier kannst du deine eigene Festung erbauen. Das bringt dir Erfahrung und Edelsteine, mit denen du gesockelte Gegenstände verbessern kannst. Ah, dafür braucht man also das Holz und das Ding. Stufe 5 erforderlich. Okay. Stufe 25. Okay. Müssen wir 25 uns hoch. Juchen. Ah, mein neuer Knappe!
haben wir aber noch einiges zu tun, ne? Von Level 8. Kannst du mir helfen? Lasst uns reden. Der Keiler ist gar nicht mal so schlecht. Kann ich dir helfen? Ein bisschen mehr auf Erfahrung. Hallo. Aber Gold ist ja auch wichtig. Also irgendwie finde ich das Spiel ein bisschen lustig. Klar, man könnte jetzt dann auch sagen, okay, dadurch, dass man ja gegen Euros Pilze kaufen kann, die hier sozusagen als Mitwährung genutzt wird. Ist man schon nah dran an Pay to Win, aber es funktioniert auch ohne. Also. Auf der Suche nach einer Aufgabe? Und hier habt ihr dann euren Balken, wie sehr ihr auf Abenteuerlust dann gezielt seid. Jetzt schauen wir noch einmal. Oh, 4-5 Minuten. Oh, kannst du mir helfen? Mal gucken. Also Ladezeit überspringe ich dann. Wenn man hier überspringt, sieht man es dann auch. Wir müssen reden. Tun wir mal ein bisschen hier das überspringen, dass wir da mal ein bisschen was haben. Es ist mitten in der Nacht. Um einen Dungeon zu betreten, benötigst du den passenden Schlüssel. Vielleicht findest du ihn bei einem Abenteuer, wenn du soweit bist. Es lohnt sich, die besonders schwierigen Dungeon-Gegner zu besiegen. Da braucht man also Schlüssel, die man dann im Spiel erlangen kann bei Kämpfen. Auch gut zu wissen. Schön, dass du wieder da bist. Da bist du ja. Ich muss dir etwas zeigen. Und jetzt sind wir schon Level 9.
Und dann würde ich ja mal sagen, mache ich doch bei dieser Folge hier an dieser Stelle einen Break. Ich finde, dass das Spiel gar nicht mal so schlecht aussieht. Ist es ja schon einige Zeit jetzt auf dem Markt, also seit 2016 sind immerhin ja schon 6 Jahre. Shakes and FitGat ist natürlich hier ein Spiel auch so für zwischendurch, wo man auch mal eine Stunde spielen kann. Finde ich ganz nice. Es macht was her und ja, warum denn nicht, ne? Schreibt in die Kommentare, was ihr dazu findet, ob ihr es auch immer ausprobiert oder nicht, oder ob ihr sagt, nö, das ist für mich überhaupt nicht meine Welt. Ne? Gibt es ja auch, ne? Sei es, wenn die Grafik einem nicht gefällt oder das Spielprinzip schon, dann ja, ist es eben so. Aber ansonsten schaut es euch halt auch einmal an und dann einmal gucken, ob es euch auch zusagt. In diesem Sinne, Abo und Like nicht vergessen. Und ich hoffe, ich sehe euch wieder in der nächsten Folge, wenn ich euch mal wieder ein Spiel vorstelle. Und ich halte die Augen offen, was Steam noch so alles für kleine Perlen im Ghetto hat. Wie gesagt, man kann sie es kostenlos runterladen. Das darf man auch nicht vergessen. Also dann, bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund und bis dann.